So, schaut euch erstmal an. Und es ist wirklich so einfach. Du brauchst tatsächlich nur deinen Lieblingsrub und 4 weitere Zutaten, damit aus diesen Hähnchen-Unterschenkeln diese unfassbar gut schmeckenden Drumsticks werden. Beginne damit, deinen Grill auf 135 Grad vorzuheizen. Die Drumsticks am unteren Drittel des Knochens rundherum einschneiden, leicht anheben und mit einem geraden Schnitt am Knochen entlang in den Knorpel schneiden und das Gelenk abheben. Für die Glasur Tomatenmark mit Senf, Ahornsirup und Apfelessig glatt rühren. Die Sticks rundherum mit Erdnussöl einreiben unter der Haut und von allen Seiten mit Würzmischung bestreuen, auf den oberen Rost legen oder hängen, die Schenkel bei geschlossenem Deckel 35 Minuten grillen und räuchern. Danach mit dem Lack einpinseln und die Grilltemperatur auf 165 Grad erhöhen. Drumsticks weitere 15 Minuten grillen, bis eine Kerntemperatur von 78 Grad erreicht ist. Etwa 5 Minuten vor dem Grillende mit dem übrigen Lack einpinseln. Vom Grill nehmen und jetzt noch 3 bis 5 Minuten ruhen lassen. So unglaublich saftig und lecker. Das perfekte Fingerfood, macht es unbedingt nach. Was soll ich als nächstes grillen?